Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir fahren jetzt erstmal zu Schmemmeli und naja, was heißt holen sie ab, das jetzt nicht, aber wir treffen uns mit ihr, weil wir gehen heute mit Emily, jetzt sieht man mich nicht richtig, hallo, weil wir gehen heute mit Emily nach Stuttgart und ja, ich sitze in meinem Auto als Beifahrer, also dass es das mal gibt und jetzt ist da schon wieder die Sonne, was soll sowas. Ja, ist ja echt ein Weltwunder, ne? Deswegen, da die Sonne die ganze Zeit so hässlich in mein Gesicht scheint, sehen wir uns gleich wieder. So, ganz kurz, Leute, ich wollte euch nämlich noch was zeigen. Und zwar habe ich den ganzen Tag diese Jacke getragen. Die habe ich zugeschickt bekommen von Oceans Apart, zusammen mit diesem Sportbär und dieser Leggings. Also das Ganze als Set, alles in diesem schönen Khaki-Grün gehalten. Und ich habe diesmal auch noch einen Rabattcode für euch von Oceans Apart und zwar mit dem Code AmelieFit35, den schreibe ich euch hier aber auch nochmal hin und auch nochmal in die Infobox. Spart ihr 35% auf eure Bestellung bei Oceans Apart und zwar sogar ohne Mindestbestellwert. Also ganz nice, das heißt, wenn ihr gerade vorhabt, euch mal was bei Oceans Apart zu bestellen, falls ihr neue Sportklamotten braucht oder auch einfach nur so euch so eine nice Jacke holen wollt, dann könnt ihr sehr gerne meinen Code dafür benutzen. So, wie schon erwähnt, zu dem Set gehören einmal diese schöne Jacke und ich mag die mega. Was mir am meisten daran gefällt, ist, dass die hier an den Ärmeln so einen Stoff hat, wo man so seinen Finger durchmachen kann. Also ihr seht ja, was ich meine und dadurch wärmt man nochmal die Hände zusätzlich. Und die Jacke hat mega viele Taschen und das mag ich an Jacken übel, weil also erstmal eine Jacke, die keine Taschen hat, das ist einfach Trash. Es geht einfach nicht, weil ich tue immer am liebsten alles in meine Jackentaschen. Ich hasse es eigentlich, so Taschen mit mir rumzuschleppen. Und die hat hier auch nochmal so einen Gummizug, womit man die Jacke dann nochmal enger machen kann, falls man die ein bisschen figurbetonter tragen will. Also die Jacke finde ich am allerbesten von dem Set, aber den Rest finde ich natürlich auch nice. Aber in die Jacke habe ich mich schon sehr verliebt, muss ich sagen. Dann haben wir noch den Sport-BH und die Leggings. Mir gefällt auch die Farbe sehr gut und bei den Sport-BHs gefällt es mir einfach mega, dass sie immer sich richtig gut anpassen. Also ich habe den Sport-BH jetzt in der Größe S und die Leggings ist auch eine S. Und beides fühlt sich so ein bisschen an wie eine zweite Haut, aber einfach nicht zu eng. Also es schneidet halt nicht ein, weil das kann ich nicht leiden, da kriege ich Aggressionen. So wenn irgendwas nicht so bequem ist und ich mich darin nicht wohlfühle, dann kann ich es einfach nicht anziehen. So verständlich, denke ich mal. Deswegen mag ich sehr, sehr gerne. So, wir sind jetzt mit Emily und wir waren jetzt gerade im Gerber und im Bräuninger Outlet und es war... Eineinhalb voll. Genau, ich wollte es jetzt nicht so böse ausdrücken, du hast es netter ausgedrückt. Und jetzt gehen wir ins Milaneo und wir wollen einen Bubble Tea trinken, so richtig klischee-mäßig. Und ja... Sonst gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Wollen Sie noch was hinzufügen, Frau Henne? Ja. Da habe ich eine Jackentasche. Da. Siehst du? Ich muss noch das Licht ausmachen. Hallo Leute, it's the next day of the day. Das hier, warte, ich muss es anders zeigen. So. Nee, auf jeden Fall habe ich einen blauen Pulli an. Diese Tasche nervt mich. Ich habe eine Tasche, blauen Pulli, schwarze Jacke, Lederleggings und Alexander McQueens, aber von Martin Wellen, also keine Alexander McQueens. Weil ich bin nicht so reich. A1, Schwarz. Wir gehen jetzt zu Schmemmeli, mal wieder. Als würde ich mein ganzes Leben auch mit einer anderen Person verbringen als mit Emily. Gibt's nicht. Gibt nur Emily. Emily ist die einzig wahre. Die einzige, die mir immer treu geblieben ist in meinem Leben. Die einzige, die immer meine Hand gehalten hat, wenn schwere Zeiten kamen. Und es ist voll dunkel draußen, seht ihr? Übel dunkel. Was soll das eigentlich? Wir leben im falschen Land. Im falschen Land. Hier sind kriminelle Leute unterwegs. So, ich bin jetzt gerade mit Schmemmeli. Hola. Wir haben uns das mal BK geholt. Pommes. Voll spektakulär. Genau, und jetzt sitzen wir im Auto. Und... essen unsere tolle Pommes und danach gehen wir wahrscheinlich Billard spielen oder so. Was habe ich im Gesicht? Nichts, ist nur ein Schatten. Ach so, ah ja. Von deinen Wimpern. Von meinen Wimpern? Ja. Okay, krass. Genau. Ja, danach gehen wir wahrscheinlich Billard spielen. Das habe ich schon gesagt, dieser Schatten ist voll verschickt. Ich habe gerade spontan beschlossen, dass wir einen Mini-Muckbang machen. Ich habe auf Insta eine Fragerunde gestartet.
Ich habe zwar noch nicht viele Fragen, weil das noch nicht so lange da ist, aber vielleicht ist hier irgendwas Spannendes. Ich habe da was drauf geschrieben. Ja, du hast geschrieben, mach dich mal lieber fertig. Ob ich mal nach Berlin möchte? Spannende Frage. Ich war einfach noch nie in Berlin. Du auch nicht, gell? Ja, stimmt. Wir haben gesagt, wir gehen zusammen mal nach Berlin. Haben wir das? Mhm. Okay. Da habe ich zu dir gesagt, wir müssen mal zusammen nach Berlin. Dann hat jemand geschrieben, was machen Sachen, die Sachen machen und warten, bis Sachen Sachen machen. Mhm. Man kennt's. Definitiv. Was magst du so an Jungs und was nicht? Das ist spannend. Wenigstens etwas. Weil alles andere ist so langweilige Fragen, die ich immer bekomme. Ich kriege immer so langweilige Fragen. So, wie geht's dir? Niemanden interessiert's, wie es mir geht. Vor allem, man denkt, ich schreibe dann so voll den Roman. So, ja, also momentan ist ein Stier, weil ich habe noch kein Gehalt bekommen. Jetzt muss ich Pommes essen. Nein. Was ist die nervigste Eigenschaft an Männern? Oh je, es gibt nicht nur eine. Was ist die nervigste Eigenschaft? Ich mag es halt nicht, wenn sich ein Typ vor seinen Freunden anders verhält als vor dir. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das mag ich nicht. Aber sonst, weiß ich nicht. Mich nervt vieles an Männern. Wenn sie Cola trinken. Ja, wenn sie Cola trinken, geht gar nicht. Wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Habe ich sowas zu fragen? Das oh nein. Das ist eine richtige Lebenskrise. Ja, ich auch. Ich sehe mich in 10 Jahren. Ich will einen Hund. Ich würde in 10 Jahren eine Wohnung haben. Mhm. Ich habe hab ein Kind. Mhm. Mindestens eins. Mhm. Weil ab 30 würde ich eigentlich keine Kinder mehr kriegen. Mhm. Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Weiß ich nicht. Ich will einen Hund. Eigentlich wollte ich auch ein Kind, weil ich war auch so, dass mit 30, also ich will so mit Ende 20, Anfang 30 ein Kind. Weißt du? Ich will... Also so 28, 29, also 30. Mein erstes will ich... Eigentlich am liebsten so ein 27. Eigentlich hätte ich es gerne schon viel früher, aber... Okay. Also viel früher, was heißt jetzt viel früher? So frühestens 24. Okay. Also wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich mich töten. Willst du eh nicht. Nö. Von wem? Hä, was? Du hast gesagt, wirst du eh nicht. Habe ich gesagt, nö, von wem auch? Nein, ich habe gesagt, würdest du eh nicht dich töten. Ach so. Nö. Es kommt drauf an, von wem du schwanger bist. So. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ne? Was war das jetzt? Ja. Weil du die Zündung anhast, warnt es dich schon mal vor. Ach so, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Nein, dein Auto ist nicht alt. Also das Auto ist ja neu. Ja. Und bei meinem Auto, ich war mit Nick im Auto bei mir. Und ich hatte auch voll Angst, weil wir standen so voll lange in diesem Aussichtsdings. Weißt du, also egal. Auf jeden Fall standen wir auf so einem Aussichtsdings und haben so geredet. Und ich hatte auch ganze Zeit Zündung an, damit halt Musik läuft und damit es nicht so kalt ist vor allem. Und dann hatte ich auch Angst. Ich habe so die ganze Zeit die Zeit beobachtet. Mhm. Und dann war meine Zündung irgendwie fast 2 Stunden an. Und mein Auto ist jetzt nicht mehr so neu. 2 Stunden? Mhm. Und es ist aber nichts passiert. Voll gut. Als ich mit einer gewissen anderen Person im Auto saß, hatten wir die Zündung 1 Stunde an. Dann musste sein Kollege kommen, um Starthilfe zu geben. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich arbeiten will. Boah. Ich weiß es einfach nicht. Also am liebsten... Mhm. Kann ich sagen? Wärst du Stripper? Nein, damit möchte ich da nicht arbeiten. Ach so, ja. Oha. Einen reichen Mann haben. Ja, gut. Nee. Willst du ein Housewife sein? Mm-mm. Doch, da sehe ich mich gar nicht. Doch. Mm-mm. Also ich fände es sogar cooler, wenn mein Mann zu Hause bleibt und ich gearbeiten. Das ist so komisch. Was? Ja, ich weiß nicht. Ich will auch der Part sein, der mehr verdient. Nee. Doch. Das juckt mich gar nicht eigentlich. Doch, mich schon, weil ich vertraue Menschen nicht. Ja, das ist ja. Also, ich würde schon so viel verdienen, dass ich mich selbst und meine Kinder irgendwann mal ernähren kann. Mhm, falls dein Mann auf die Idee kommt, seine Sekretärin zu XYZ und du den dann verlassen musst, du auf den. Ganz genau. Ja. aber dafür gibt es ja Eheverträge. Ja, klar, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Wegen Arbeiten und habe so eine Liste auf dem Handy mit Dingen, die ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Aber das sind alles kleine Dinge, die man lernen kann. Also. Es gibt sogar was ich machen will. Was? Voll gern sogar. Aber wegen der Sache geht es jetzt nicht. Was denn? Hebamme. Ah, echt jetzt? Ich finde das richtig cool. Echt? Ja, und es gibt keine Hebammen. Mhm. Momentan. Das weiß ich. Ja, und es gibt sogar ein Studium. Echt? Aha. Okay. Das wusste ich nicht.
Ja, also, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ach, safe. Das ist mir zu, also was heißt zu eklig, aber ja, nee, ich möchte niemandem irgendwo reingreifen, sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Deswegen, also so medizinisch würde ich gar nicht machen wollen. Da zieht es mich gar nicht hin, auch wenn es mir Spaß macht, PCR-Tests zu machen. weil ihr müsst wissen, wir arbeiten beide im Testzentrum. Und eigentlich drücken sich immer alle davor, PCR-Test-Abstriche zu machen. Und ich finde es voll cool. Mir macht das voll Spaß. Ah, safe nicht. Ich finde es voll nice. Aber neben medizinischen würde ich mich gar nicht sehen. Und was ich auch geil finde, ist Heilpraktiker, aber das ist mir zu teuer. Das finde ich auch cool. Ich wollte ja auch eigentlich so Nägel und dann Wimpern und so ein Gedöns machen. Ja, so kosmetikmäßig. Ja, aber das ist mir echt zu anstrengend. Weißt du so? Und dann musste ich so viel. Ja, vor allem. Du musst alles anfangs selbst zahlen. Klar, aber nicht nur deswegen, auch da muss ich so viel mit Leuten zu tun haben. Und ich schaffe es nicht, zu Leuten nett zu sein, wenn ich die nicht leiden kann. Und habe gar keinen Bock, mit denen zu reden. Ich auch nicht. So, das möchte ich nicht. Das kann ich nicht. Deswegen, ich will einen Job, wo ich nicht zu viel mit Leuten zu tun habe. Aber auch nicht gar nicht. Also, das stört mich jetzt nicht. So Verkäufer, sage ich mal, oder so Leute, die irgendjemand was, so Kundenbetreuung, sage ich mal, alles, was mit Kundenbetreuung zu tun hat, habe ich keinen Bock drauf, weil die Leute gehen mir auf die Nerven. Und ich muss trotzdem nett zu denen sein und da drehe ich irgendwann durch. Aber wie gesagt, ich habe Jobs, die ich mir vorstellen könnte. Also, ich wollte früher als Kind immer Autorin werden. Echt? Mhm. Ja, voll cool. Ich habe auch immer Geschichten geschrieben und so. Und immer, wenn ich Aufsätze in der Schule geschrieben habe, haben meine Lehrer eine Lebenskrise bekommen, weil ich habe immer so 4 bis 6 Seiten geschrieben oder so. Was ich auch nice finde, ist Synchronsprecher, Moderator, Radiomoderator. Ja, irgendwas, wo es auch so um mich geht. Also ich bin ja schon sehr selbstdarstellerisch, sonst würde ich ja kein YouTube machen. Schon, ja. Weil ich finde mich auch schon cool. Ich glaube, ich werde angerufen. Ich habe so Bock auf was Süßes gerade. Ich kann nicht mehr. Ich bin doch neben dir. Aber was zu essen? Du kannst mich auch essen. Spaß. Digga, Hose. Du falscher Fuffi, du. Was brauchst du deiner Meinung nach, um im Leben glücklich zu sein? Freunde. Ein Hund. Freunde. Sonst nichts. Warte, du hast ja mich. Überlegen. Dann bist du jetzt also glücklich. Ja, ganz genau. Was soll das jetzt heißen? Das war nicht ironisch. Okay. Ich weiß nicht. Ein Hund. Ein Hund einfach. Geld? Also, du hast ja schon einen Freund, das ist ja wie ein Hund. Ein Hund? Ups. Nein, Spaß. Ja, ein Freund. Mein Freund. Nicht ein Freund, mein Freund. Okay, ich brauche Geld. Ja. Weil Geldprobleme sind gar nicht nice. Da kann man nicht glücklich sein. Ich brauche ein Auto, also habe ich ja schon. Safe. Weil ohne Auto, ich verstehe nicht diese Leute, die sind 25 und die fahren immer noch Bahn und Bus. Ich würde mich umbringen. Ja, ich hasse das, da sind Leute. Ja, ich habe mich immer extra ganz, ganz vorne hingesetzt, direkt hinter dem Busfahrer, dass ich keinen sehen muss und dass mich keiner anschaut. Ich habe unter dem Pulli ein T-Shirt an, da steht drauf, I hate people. Das ist von Senna Gamur, weißt du, von der. Also Merch. Ja, also Geld, ein Auto, ein Hund, Freunde, also Emily. also ich weiß nicht, ob ich einen Mann bräuchte, um in meinem Leben glücklich zu sein. Ich denke, ich wollte gerade da reinbeißen. Kannst ja mal versuchen, vielleicht schmeckt's. Ich denke, ich könnte auch ohne einen Mann glücklich werden. Aber ein Mann wäre schon ganz nice. Und einen Job, der mir Spaß macht und in dem ich keine Depressionen bekomme. Oder gar keinen. Aber Geld. Ja, Millionär sein ist halt auch angenehm. So ein Tinder-Schwindler. Nur halt als richtig Freund. Der halt, also, ja. Ja, so, ich weiß nicht, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass ich auch Geld verdiene. Und zwar, also mein Ziel ist es eigentlich, irgendwann mal 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Also mein Ziel ist es einfach, dass ich locker flockig leben kann, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich es mir nicht leisten kann oder dass ich sparen muss oder keine Ahnung. Einfach nur finanzielle Unabhängigkeit. Ja, einfach nur entspannt sein. Ja. Nicht finanzielle Unabhängigkeit, wenn ich einen Mann, wenn ich nicht arbeiten will, aber einen Mann habe, der reich ist, dann Ach bin so. Ich ja finanziell abhängig. Ach so, aber ja. Ich meine, ist das. Ja, doch, eigentlich. Oh, ich finde das so schwierig. Ich weiß nicht, was ich werden will. Ich weiß nicht, was ich haben will. Keine Ahnung. Ich fühle mich schlecht, wenn
Ja, wenn man eine Familie hat, jetzt würde ich es auch nicht machen. Aber wenn du mit dem Typen, mit dem Mann eine Familie hast... Nee, das würde mich irgendwie nerven, weil dann weiß ich so, das ist sein Geld. Also, verstehst du, was ich meine? Also, ich bin auch so... ist der Mann, das ist ein voll Klischee so, aber eigentlich ist der Mann so, ja, der muss die Familie ernähren. Und es ist eigentlich normal, sage ich mal, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Es ist so. Da brauchst du nicht so zu gucken, es ist so. Das ist ja. Nee, bei mir nicht. Ich find's auch nicht nice, aber es ist einfach so. Ein Mann verdient einfach generell mehr als die Frau. Und ja, deshalb also. Ist es eigentlich auch krass, ich habe einfach zwei Pommes gegessen. Voll gut. Voll gut. In dem Punkt bin ich sogar ein bisschen deutsch, also ich glaube, dass das deutsch ist. Und zwar, wenn ich heirate, dann habe ich immer noch mein eigenes Konto. Darüber habe ich mir letztens Gedanken gemacht und ich weiß es nicht und es ist so schwierig. Okay. Einfach weil, wenn ich das angucke und ich sehe da so 500.000 Euro oder keine Ahnung, dann denke ich mir so, du bist so geil, du bist eine Hammerfrau, so denke ich mir dann. Ich weiß nicht, ich denke halt, jeder sollte auf jeden Fall seine Karte haben, aber so ein gemeinsames Konto. Ja. Also und da überweise ich dann jeden Monat, keine Ahnung, Taui oder wie viel auch immer drauf. Ja, genau. Kommt halt dann drauf an, wie viel du verdienst. Und das dann halt für die Wohnung, Essen oder Gott weiß das. Und das, was du dann auf deinem eigenen Konto hast, ist dann halt... Aber für was eine Wohnung? Ich zahle die Wohnung bar. Hä? Ja, ich muss die nicht mehr abbezahlen, ich zahle die bar. Also. Und wir sagen immer, auf dem Flugfeld gibt es so eine Wohnung. Also ich mag das Flugfeld nicht, aber das war halt so ein Joke. Auf dem Flugfeld gibt es so eine Wohnung, die ist ganz oben und ist so ein Penthouse. Ja. Und da ist so ein Pool und Sauna und was weiß ich nicht alles. Kostet und die kostet, glaube ich, nee, 3 oder 4 Millionen sogar. Und dann immer, wenn wir dort sind, sagen wir dann, ach, guck mal, unsere Wohnung. Die zahle ich dann bar. Klatsche ich den 4 Millionen hin. Nee, klatsche ich den 5 Millionen hin und sage, stimmt so. Passt doch. Stimmt so. Kriegt einfach 1 Million Euro Trinkgeld. Okay. Ja. Gut. Wir haben jetzt 21 Minuten aufgenommen, mal schauen, wie viel davon verwendbar ist. Ja, war das überhaupt von uns? Ja. Sehr gut. Ich wollte noch mal kurz darüber reden, dass Emily und ich gewinnen. Jetzt fehlt nur noch die Salzkugel. Und jetzt fehlt den Ball auch nicht mehr viel. Egal, wir gewinnen, ich glaube daran. Ich manifestiere es. Ich manifestiere es. So, Emily versucht nun, die schwarze Kugel reinzukriegen. Schafft sie es? Schafft sie es nicht? Sie hat zum Stoß angesetzt und er ging ins Leere. So, Leute, ich habe an dem Abend leider nicht mehr so viel gefilmt, aber wir waren dann noch ein Eis essen und haben halt einfach noch ein bisschen geredet und so. Genau, und an der Stelle beende ich dann den Vlog auch schon wieder. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Und ja, wie schon am Anfang des Videos erwähnt, falls ihr mal Bock habt, auch was bei Oceans Apart zu bestellen, falls ihr neue Sportklamotten braucht oder euch auch so eine nice Jacke gönnen wollt, dann könnt ihr sehr gerne meinen Code benutzen. Ihr findet das alles auch nochmal in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, whatever. Bleibt gesund, denn gesund sein ist wichtig. Küsschen!